Hallo, ich bin der Kai von Autoscout. Was habe ich heute dabei? Den wahrscheinlich schönsten Hot Hatch, der je gebaut wurde. Lancia Delta HF Integrale 16V Evolutione. Was für ein Name. Was auch unglaublich ist, 38.500 Kilometer belegt. Laufleistung. Und ein Zustand bellissima. Ja, berühmt war dieses Auto für seinen 4-Zylinder-Turbomotor. Außerdem hat er Allradantrieb gehabt, eine Viskokupplung und Torschendifferenzial. Ja, 210 PS in diesem Fall klingt nicht viel. Da lacht heutzutage jeder Außendienst an seinem Audi A6 drüber. Aber damals war das echt schnell. 5,5 Sekunden auf 100, das war genauso schnell wie ein Ferrari 348. Fährt sich zwar wie ein Neuwagen, aber leider muss man sagen, ist so groß wie ein Auto von den 80ern. Also ich sitze hier ein bisschen so wie ein Affe auf dem Schleifstein. Also ich glaube, Leute über 1,80 haben so ein bisschen Probleme, ihre Sitzposition drinnen zu finden. Ja, aber ansonsten wirklich tolles Auto, weil durch den Erhaltungszustand fährt sich das einwandfrei. Also Motor spricht super an, die Bremse funktioniert, das Fahrwerk ist top. Kupplung merkt man, das fühlt sich alles noch richtig taufrisch, so fast werksneu an. Außer, dass die Tankanzeige nicht funktioniert. Aber, das hatte ich auch gesagt, Elektronik hier drinnen, nicht unbedingt die Mega-Angst vorhaben. Wenn man selber ein Schrauber ist, kann man sich der Sache schon annehmen. Oft ist es wirklich kein großes Problem. Man muss sich durch ein bisschen durchfummeln. Schwieriger wird schon mit dem Rost bei dem Auto. Da ist echt drauf zu achten, weil er rostet natürlich wie alle Autos aus dieser Epoche sehr gerne. Das heißt Radläufe, Türunterkante, Schweller, hier oben Dach, Übergang zur C-Säule zum Beispiel. Wirklich ein häufiges Problem bei dem Auto. Da muss man wirklich drauf achten. Und auch, ob vielleicht der Vorbesitzer das so ein bisschen überkaschiert hat. Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn ihr wirklich ein Auto haben wollt, wo ihr ständig einen Daumen hoch kriegt, der hier. Ja, ansonsten immer schön auf den Motor gucken, auf den Turbolader, ob der gut dasteht, Kompression stimmt etc. Ruhig erstmal im Endoskop reingucken, wenn man davon ein bisschen Ahnung hat. Ansonsten Profi ranlassen, weil könnt ihr euch natürlich vorstellen, dieses Auto wird ganz gerne auch mal an die Locken gezogen, was nicht unbedingt förderlich ist, dass das alles ewig hält. Ja, aber ansonsten so vom Fahrfeeling her, ey, das ist echt, glaub mir, richtig toll. Macht unglaublich Spaß. Ich würde dem Auto natürlich auch gerne mal so ein bisschen einen mit auf den Weg geben, aber ich musste dem Besitzer versprechen, auch zu Recht, aufgrund des Erhaltungszustandes und der wenig Laufleistung, hier wirklich zärtlich mit dem Auto umzugehen. Und das machen wir jetzt auch mal. Also cruisen wir ein bisschen durch die Gegend, was mit dem Auto auch schön ist. Übrigens bei allen Rennwagen bei Lancia ist immer HF hinten dran. Also zum Beispiel Stratos HF, Integrale HF. Was bedeutet das eigentlich? HF steht für High Fidelity. High Fidelity war früher ein Rennstall, den hat Lancia gekauft und zum Werksteam gemacht. Und als Symbol haben sie den rennenden Elefanten genommen. Da haben die alle gesagt, warum nimmt ihr einen rennenden Elefanten? Der beschleunigt doch langsam. Ja, das schon. Aber wenn er erstmal rennt, ist er schnell und keiner hält ihn auf. Das ist die Story. Tuning kann ja schnell albern aussehen, aber nicht bei diesem Auto. Diese Motorhaube, dann die schönsten Kotflügelverbreiterungen, die je gebaut wurden in der Kombination mit diesen Felgen. Sorry, das ist jetzt Klischee, aber dieses Auto sieht im Stand schon fürchterlich nach Spaß aus. Übrigens, die Farbe Rosso Monster sieht aus wie neu. Warum, ist ziemlich gut dokumentiert. Weil dieses Auto ist 1992 von einem Japaner gekauft worden und der hat es auf die Insel geholt. Also wenn ihr so wollt, hat das Auto mehr Seemeilen auf der Uhr als Kilometer auf den Tacho. Ein Hot Hatch hat natürlich eine Heckklappe und dahinter ist ein Kofferraum. Dieser Kofferraum fasst 260 Liter, umgelegt sind es 1000, das ist nicht wirklich viel. Wie klein das hier drin ist oder wie eng, kann man ganz gut hieran erkennen. Das Ersatzrad steht hier hochkant, hier oben mussten sie sogar eine Delle reinmachen, damit es da drunter passt. Übrigens noch Fun Fact hier an der Seite. Der Wischwasserbehälter ist hier hinten, weil vorne im Motorraum ist überhaupt kein Platz dafür. Den haben sie nach hier hinten gelegt und diese Lampe lässt sich durch Drehen aktivieren. Aber nur, wenn vorne auch das Licht eingeschaltet ist. Kleine Besonderheit. Vielleicht erkennt man daran sehr gut, wie viel Mühe sich der Vorbesitzer mit der Pflege dieses Autos gegeben hat. Hier sind noch alle Schutzfolien dran. Also diese berühmte Kombination Rost und italienische Autos zum Beispiel nicht in diesem Delta. Kleiner Wermutstropfen. Dieses Auto kostet 89.000 Euro bei Dr. Noteisen Classics. Aber in dem Zustand und der Laufleistung völlig zu Recht. Ja, Kai sitzt hinter Kai. Das ist natürlich hier nicht bequem. Obwohl die schön ausgeformt sind, ist das mega eng. Was natürlich wieder auffällt, auch hinten alle Folien noch dran, sogar auf der Fensterkurbel. Ja, und der Himmel hat natürlich denselben Bezug wie die Sitze. Kann man mit der Stirn so ein bisschen lang streichen, weil so eng ist das hier hinten. Naja, 92 und Kleinwagen. Der erste Delta kam 1979 auf den Markt. Der war erstens nicht besonders hübsch und auch nicht besonders schnell, weil er nur 75 bis 85 PS. Aber immerhin ist er 1980 zum Auto des Jahres gewählt worden. Bestimmt nicht für Eigenschaften, die ihn später so berühmt gemacht haben.
Ja, der Delta hat sich ein bisschen Zeit gelassen mit der Legendenwerdung, weil erst 1986 gab es den Allradantrieb und den Turbomotor. Dann ging es aber schnell. 87 kam die Kotflügelverbreiterung, auch Legende. 89 kam der 16V-Motor mit den hohen Köpfen, was wiederum dafür sorgt, dass die Haube diese Beule hat. 91 kam der Evolutione und 94 war dann Schluss mit der Produktion. Ja, und auf dem Weg dahin gab es diverse Sondermodelle, die natürlich alle bei Sammlern mega beliebt sind. Kleine Kostprobe gefällig, wie viele Sondermodelle es gab. Ich zähle mal ein bisschen auf. Club Italia, Martini 5, Martini 6, Verde York, Club Lancia, Club Hi-Fi, Blue Lagos, Bianco Perla, Dealers Collection, Final Edition und das ist nur ein Abriss. Ja, Überblick verloren. Das Schöne ist, es gibt diverse Clubs und Fans. Die sind zu 100% im Thema und helfen euch bestimmt gerne bei der Suche. Übrigens wirklich ein Japaner, weil wir haben unter dem Sitz eine Münze gefunden. Ich denke mal 10 Yen. Vielleicht kann man sich da drüben ein Eis kaufen. Vielleicht mit Seetang-Geschmack. Soll es da wirklich geben. Wenn wir jetzt hier reinschauen, das ist natürlich richtig original 80er, 90er Jahre. Mit so Rennsport Applikation. Nennen wir das mal so. Also, das Lenkrad ist von Momo, die Sitze sind von Recaro und bei einigen Modellen war die Pedalerie, soweit ich weiß, sogar von Sparco. Ja, ansonsten natürlich ein Haufen Anzeigen hier drin, alle wunderschön gezeichnet, schön gelb unterlegt. Das macht so richtig an, zumal gerade der Drehzahlmesser auch so nach innen dreht, also ein sogenannter hängender Zeiger. Klarer Vorteil natürlich, gerade wenn die Sonne tief steht, lässt sich das besser ablesen. So, wenn wir jetzt mal hier Zündung anmachen, fällt noch was auf. Einmal hier oben ist eine Uhr, hier kann man Zeit stoppen. Ich zeige auch die Uhrzeit an und man kann es als Stoppuhr benutzen, also ein bisschen Rennlike. Dann hier natürlich das Mäusekino, was damals so wirklich State of the Art war. BMW hatte hier oben auch so ein Ding, so ein Bordcomputer, so die ersten Ausflüchte davon. Ja, und dann sieht man daran, dass das doch wirklich ein Italiener ist an zwei Sachen. Die Tankanzeige funktioniert nach 38.210 Kilometer leider nicht mehr, das ärgerlich ist. Und dann hier die Anzeige für den Bremshebel, also dass die Handbremse gezogen ist. Die blinkt. Also ein bisschen Dramatik ist hier natürlich auch mit drin. Ja, was sonst noch? Hier unten ist die Klimaanlage, die sieht völlig langweilig aus. Da drüber ein paar Knöpfe, Sony-Radio, was man so kennt. Dann hier noch diese Ablagen, was ich sehr schön finde. Kann man so ein bisschen Kleinkrams hinlegen. Vielleicht wussten die damals schon, dass es irgendwann Handys gibt. Ja, ach so, hier noch der Lichtschalter. Wenn man den nämlich dreht, kann man drei Stellungen machen. Sieht man immer genau, was gerade eingestellt ist. Also das Auto ist wirklich... Ja, früher war nicht alles besser. Obwohl, da wurden so eine Autos gebaut. Ja, und an so Tagen liebe ich meinen Job besonders. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert den Kanal. Tschüss, euer Kai.